So ein Schmarotzer, Kapi. Digga, Sascha hast du auch mit reingerissen, habe ich das Gefühl, oder? Sascha ist richtig tief drin. Bro, Sascha sitzt hier in diesem Setup. Ich stehe morgens so auf, geh runter. Er sitzt schon wach, sitzt hier mit seinem Kaffee, Digga. Ich sag so, oh, was machst du denn? Oh, Gold, Gold, Gold. Sag, und wie läuft? Er sagt so zu mir, Digga, ich hab's noch nicht gehört, er sagt so zu mir, ja, Bruder, weiß nicht, ich glaube, ich bin in der Goldmine in den falschen Gang abgewogen. Hier gibt's kein Gold, ich muss noch umdrehen. Die andere Goldmine aus. Hier ist keine Goldader. Oh, also, ich sag dir ehrlich, Digi, du weißt ja, Sascha kenne ich jetzt auch seit 2000, weiß ich jetzt nicht, 2015 ungefähr. Und ich muss wirklich sagen, dass Sascha schon so, Bruder, ich habe für diesen Menschen wirklich nur Liebe im Herzen. Ja, also ganz viel genauso. Liebe, Digga. Ich liebe Sascha auch über. Sascha ist einer der Besten. Auf jeden. Man hat so, aber wenn man mit Sascha an der Seite ist, fühlt man sich so sicher. Man hat so, wie als wenn ich nach Hause komme in meine Wohnung oder mein Haus. Ist es so, wenn Sascha da bei mir ist, habe ich so meinen Safe Space mit ihm zusammen. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, verstehe. Ich auch weißt, richtig, du, weißt du, ich glaube, ich check, was du meinst, ja. Ich habe auch, also ich hab das so mit Dominik zum Beispiel, mit dem ich Podcast mache, also mit Reese. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch so. Mit Sascha auch, denke ich. Ich habe mit Sascha auch so gute Momente gehabt, Mann. Mhm. Ey, ist so lustig. Auch in Berlin, Bro, wenn er immer da war, es war so lustig. So, er hat ja immer so Mucke gemacht da und so. Und dann waren wir da, haben da rumgehangen und es war so witzig. Ich habe so lustige Sachen erlebt mit Sascha. Ist auf jeden Fall Top 5 Leute, die ich kennengelernt habe durch YouTube und Stream und so. Oh, safe. Absoluter Arzt.